Überraschung, mein Freund. GG. Auf jeden Fall komme ich jetzt... Nee, komme ich doch nicht zur Geschichte. Da ist noch einer. Oh, er muss auf Toilette. Eigentlich darf ich da nicht stören. Hey ho, Fortnite-Freunde! Willkommen zu einer neuen Folge von Mobile Fortnite. Wir sind auf dem Flug nach Tilted Towers und heute werde ich das Video mal ein bisschen anders schneiden, dank eurem Feedback. Und dazu auch gleich noch eine Geschichte, denn vor ein paar Tagen war ich mit Kumpels unterwegs und dadurch kam ich erst an den Gedanken, meinen Videoschnitt zu verändern. Ja, habt ihr richtig gehört? Dazu aber gleich mehr. Erstmal möchte ich hier ein paar Waffen finden und den Start irgendwie glücken. So, vielleicht fällt es sogar dem eifrigen Beobachter unter euch jetzt schon direkt auf, nämlich, dass noch kein Schnitt bis jetzt irgendwie großartig erfolgt ist. Da ist einer. Na, komm schon, dich hole ich mir. Oh, der hat nicht einmal, glaube ich, mich... Nee, hat er nicht. Der hat ja nicht mal, glaube ich, geschossen. Oh, hier? Hier hat noch jemand geschossen. Ganz in meiner Nähe. Hier sind Schritte. Ich höre Schritte ganz laut. Wo ist, hier vielleicht? Nee, aber die Truhe, die hole ich mir mal eben. So guten Loot habe ich ja noch nicht. Oh! Jawoll, ein Sauftrank. Das freut mich. Den gönne ich mir, glaube ich, später mal. Oh, da ist einer. Gesehen. Oh yeah, der hat uns leider ein bisschen Schaden gedrückt. Da, glaube ich, gönne ich mir direkt mal den Sauftrank. Und einbauen. Zack und zack. So, also Prost, Freunde. Der geht auf euch. Vielen Dank für euer ganzes Feedback unter meinen Mobile-Videos zu Fortnite. Zack. Das freut mich einfach mega, dass die Videos so gut bei euch ankommen. Ich gebe da auch immer natürlich mein Bestes und lese mir fleißig eure Kommentare dadurch. Und warte mal, wie kann man nochmal bearbeiten? Ah ja, okay. Easy, Leute. Also das ist die Steuerung ist selbsterklärend. Und hier ist hier noch jemand? Ich glaube schon über mir hier irgendwo. Ja. Nice. Der war One-Shot. So, der hatte sogar ordentlich Loot nochmal für uns dabei. Gucken wir mal, ob hier sonst noch irgendwas ist. Wir könnten nochmal ja die Mini-Pistole da mitnehmen. Gehen wir nochmal einen weiter nach oben. Vielleicht liegt da ja auch noch irgendwie was rum, was wir gebrauchen können. Ah ja, ein Sniper, natürlich. Zack, den nehmen wir mit. Gucken wir direkt mal mit der Sniper. Sehen wir hier jemanden? Naja, nein. Ich bin aber eh nicht der beste Sniper-Schütze, glaube ich. Deswegen wäre das eh riskant. Ist da jemand? Ich sehe keinen. So, kann ich jetzt etwa zur Geschichte kommen, die ich noch erzählen möchte? Ist keine besondere Geschichte oder so. Aber die wollte ich noch gerne erzählen. Denn ich hatte ja gestern im Community-Feed. Und da vorne läuft einer. Moment, Leute. Oh, hat er uns gesehen? Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat. Tschüss, mein Freund. Der hat uns... Ich glaube, er hat uns gesehen. Oder auf jeden Fall gehört. Der hat schon so in meine Richtung... Und da schießen noch welche. Der hat schon so in meine Richtung geguckt. Ich glaube, die Schüsse kamen von hier irgendwo. Ich höre genau hin. Ist jemand? Ja, da ist jemand. Ah, ich liebe es, die Schritte. Und da vorne ist noch einer. Die Schritte zu orten. Boah! Ein Schuss hatte ich noch. Yo! Erstmal den ganzen Loot hier kurz sichten. Kommt sonst noch jemand? Man muss echt aufpassen. Ich springe hier mal ein bisschen. Man muss wirklich aufpassen. Ganz oft passiert mir das. Oh, noch ein Jump-Pad. Nice. Dass ich genau beim Looten dann halt gekillt werde. Also auf der Mobile Edition passiert das besonders häufig. Bei mir jedenfalls. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr ein... Ja... Und hier ist noch jemand. Ist er hier? Haha! Oh! Oh, ich liebe solche Fortnite-Momente. Herrlich. Ob ihr ein Tipps- und Tricks-Video von mir haben wollt, wollte ich gerade sagen, zu Fortnite am Handy, weil das ja bei mir jetzt ganz gut lief und manche haben schon geschrieben. Also, einen Kommentar habe ich damit jedenfalls gelesen und der hat irgendwie 3 Daumen hoch. Ich komme, du spielst doch am PC mit Tastatur. Ja, alles klar. Oder irgendwie nur mit Tastatur. Das will ich sehen, wie man einen USB-Anschluss von der Tastatur ans Handy stöpseln kann. Uiuiui, das ist geil. Meine Lieblingswaffe. Hammer. Zack, und nochmal hier die Muni. Wer weiß, wir nehmen lieber mal alles mit. Wer weiß, was wir noch für Schlachten haben. Oh, da wurde sich gebaut. Was war das für ein Geräusch gerade? Ich sehe jetzt hier gerade keinen direkt. Ich glaube, Tilted ist geräumt. Aber wir können... Oh, ne. Ich höre noch Schüsse.
Da vorne kommt ein Loot runter. Wir können ja mal hier eigentlich uns aufs Haus bauen und vielleicht mal dann gleich dann Jumppad aufstellen. Weil das mache ich ganz gerne hier im Blitzmodus. Einfach mit dem Jumppad halt die Gegner orten. Ich zeige euch gleich, was ich so meine. So. Da haben wir schon mal ausgewählt und zack. Ich glaube, ich springe mal rauf. Wir könnten sogar vielleicht überlegen, ob wir auf den Lootballon gleich landen oder so. Könnte man ausprobieren. An sich muss eigentlich ein Gommel das machen. Und ich wette, ihr als Community werdet auch dafür. Wo ist denn der Lootballon? Oh, der ist schon tief. Wir müssen uns beeilen. Und go. Oh, wir sind runtergerutscht. Schade. Aber es geht auf jeden Fall. So. Obwohl, ich glaube, den lasse ich da, Freunde. Dann kommen vielleicht noch ein paar Gegner hier hin. So, also, die Geschichte. Letzten Dienstag hatte ich Geburtstag und am Mittwoch wollte ich mit Kumpels den Geburtstag feiern. Und ich wette, jetzt werde ich gekillt, weil ich jetzt die Geschichte erzähle. Oh Mann. Ups, das ist immer ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, ich bin doch hier voll in Tilted. Das ist irgendwie immer so... Oh, ich höre noch Schüsse, ganz, ganz leise. Moment, die sind, glaube ich, noch in Tilted, die Schüsse. Gucken wir mal. Ja, da hatte gerade noch mal jemand. Da unten sehe ich ihn. Da unten sehe ich ihn. Der hat, glaube ich, gerade geschossen. Überraschung, mein Freund. Nice. GG. Ja, auf jeden Fall komme ich jetzt... Nee, komme ich doch nicht zur Geschichte. Da ist noch einer. Oh, er muss auf Toilette. Eigentlich darf ich da nicht stören. Hallo? Und tschüss, wie wir hier alle überraschen. Und noch den Trank, Moment. Den Trank erstmal Tür zu. Jetzt sind wir auf Klo. Den Trank, den gönne ich mir. Und dann hatte ich am Dienstag Geburtstag. Und am Mittwoch wollte ich das ein wenig mit Kumpels feiern gehen. Und auf jeden Fall haben wir erstmal ein bisschen Playstation gezockt. Fortnite natürlich. Waren alle übelst schlecht auf der Playsy. Weil ich bin momentan auch überhaupt nicht auf Playsy eingestimmt. Ich spiele PC, Handy und dann noch Playsy. Das ist einfach zu viel. Playsy muss man... sich auch erstmal an den Controller und so gewöhnen. Auf jeden Fall hat er mich dann auf die Idee gebracht, einfach mal etwas weniger Videos zu schneiden, weil er selber sich Videos gerne anguckt, die weniger geschnitten sind. So, Moment. Ey, upsala. Das kann ich erklären. Ich wollte eigentlich nur auf die Platte wechseln. Oh, ein Jumppad. Nehme ich gerne mit. Dankeschön. So, und dann hatte ich noch eine Umfrage danach direkt gestartet gestern, wo ich mir dachte, ja, frage ich euch einfach mal, mögt ihr lieber geschnittene Videos oder ungeschnittene? Und da war die Mehrheit, blende ich euch hier mal ein, für ungeschnitten, was ich irgendwie spannend fand, weil ich dachte immer so ein bisschen, Schnitt ist eigentlich ganz spannend. Und ja, ich probiere jetzt diese Folge einfach mal in diesem Video ein bisschen weniger Schnitt aus. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. So, sind hier noch welche? Ah ja, da hinten baut sich gerade einer. Oh, oh, wir sollten uns direkt bauen. Zack und zack. So, oh, Scar, enttäusch mich. Ups, enttäusch mich nicht. Au, au, auf den letzten Schuss. Nice. GG, sage ich da nur. Wir können auch, ich glaube, ich stelle mal hier eben das Jumppad auf. Dann können wir nochmal hier ein bisschen rumgucken, ob da noch Gegner kommen. Hallo, ist hier noch jemand? Oh, fast runtergefallen. Ich sehe jetzt keinen. Wir können auch theoretisch da drüben jetzt hinspringen und von dort wieder zurück. Herrlich. Und so kann ich nebenbei Sachen erzählen. Geil. Wir sind auch noch voll in der Zone. Hammer. Die Runde ist ja mal der Hammer. Also macht mir mega Spaß mit den vielen Jumppads und so. Oh, da schießt noch jemand. Von wo? Wo ist er? Hier ist auf jeden Fall noch jemand. Das ist mein Tilted. Hau ab. Hau ab. Ich guck mal eben von hier. Da hinten sehe ich ihn. Kann ich ihn auch überraschen? Oh mein Gott, ja. Komm! Jawoll! Jawoll! 11. Kill. Ja, läuft gerade auf jeden Fall. Ich hoffe, das war jetzt der letzte. Ich glaube, das sind jetzt alles Leute, die von irgendwo von außerhalb kommen und durch Tilted durchlaufen. Nice. Die nehme ich alle gerne mit. Seid herzlich willkommen. Doch, kommt doch gerne alle nach Tilted. Ist unser gemeinsames Tilted natürlich. Da habe ich mich vorhin versprochen. So, übrigens dieser Abend am Mittwoch, der endete nicht so wie geplant, nämlich mit einem Rohrbruch.
aber das muss man jetzt nicht weiter erzählen. Es war alles ein bisschen anders geplant. So. Ich move mal hier weiter. Und baue mich, glaube ich, hier direkt mal hoch und move direkt nochmal weiter. Ich habe ja, denke ich, noch ein Jump-Pad rumliegen. Gucken wir mal. Ups. Ja. So, wo sind die Leute? Hier. Hallöchen. Wo seid ihr? Jetzt fragen bestimmt viele, was ist das mit dem Klobruch? Habe ich Klobruch gesagt? Mit dem Rohrbruch? Ich hoffe, ich habe Rohrbruch gesagt. Klobruch nicht! Mit dem Klobruch? Ja, ist nichts Aufregendes. Wir wollten eigentlich in den Laden rein, aber... Und wir hatten alles darauf gesetzt. Aber da stand dann so ein Schild wegen Rohrbruch geschlossen. Das war mega sad, weil es war draußen so kalt. Dann sind wir durch Hamburg gezogen. So. Es war trotzdem ein lustiger Abend, aber... Ja, alles komplett anders als geplant. Und naja, da ist dieser Rohrbruch dran schuld. Kann auch mal passieren. Aber ausgerechnet natürlich an diesem Abend, wo ich da meinen Geburtstag feiern wollte. Naja, egal. Uppala. Schießt auf uns? Nee, da schießt noch ein anderer. Von wo denn? Ich kann das halt überhaupt nicht deuten. Manchmal ist es auf dem Handy richtig ungenau. Da hinten sehe ich einen. Da sehe ich einen. Ganz, ganz weit weg noch. Der kommt gerade mit der Border. Au. Oh. Komm, 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 komm. Mann. Alter. Übertreib. Nein. Mann, lass das! Wow! Alter, Leute! Ich dachte, ich habe schon mit meinem Leben abgeschlossen. Boah, zitter ich. Da ist noch einer. Shit, shit, shit. Ja! Ja, ja! Zack. Oh, Border. So, erstmal im Moment. Zack. Erstmal einbauen. Decke baue ich auch noch. Puh, erstmal mir, glaube ich, hier. Oh, oh. Lagerfeuer kann man hier nicht stellen. Okay. Es leben auch nur noch zwei andere. Und die kämpfen gerade. Dann kann ich hier in Ruhe mal mir was gönnen. Aber ich glaube... Okay, Jump Pads habe ich auch nicht mehr. Ja, wir gucken mal. Wo sind die nur? Baue ich was? Nee, dann falle ich auf. Wo sind... Ah, ich wollte gerade sagen, wo sind sie? Da oben ist auf jeden Fall einer. Was hat der sich für eine krasse Base gebaut einfach? Wenn ich jetzt schieße, dann bemerkt er mich und wird wahrscheinlich auch mit dem Raketenmesser schießen. Und sein aus Eisen gebauter Turm halt eh stand, wenn ich mich... Ich könnte mich raufbauen vielleicht. Und da ist noch irgendwo ein anderer. Der macht mir auch gerade Sorgen. Oh, der ist... Ist er runter? Ist das der oder ist das ein anderer? Da unten läuft einer. Ja, 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 ja. War das jetzt der von oben? Ah ja, da ist der andere. Er geht gerade hoch. Wartet, wir haben noch ein Jump-Pad. Wir fliegen hoch. Oh. Er ist auch gerade gesprungen. Ah, der hat auch ein Jump-Pad hier oben. Wo ist der andere? Oh. Er hat den Baum. Ja. Wartet. 15 Kills! Oh mein Gott! Das ist wieder mein persönlicher Rekord. In jedem Mobile-Video bis jetzt knacke ich irgendwie meinen eigenen Rekord. Was kommt als nächstes? Heftig! Hat mir Spaß bereitet auf jeden Fall. Ja, Freunde, ich hoffe mal, dass euch das Video auch gefallen hat. Mega Folge. Extra mal mit ein bisschen weniger geschnitten.
War jetzt auch, glaube ich, hier spannend genug die ganze Folge über. Haut da rein, Bewertung würde mich freuen und tschö mit Ö.